Servus, grüßt euch, hier ist euer Franz. Ich möchte euch heute hier ein Fendt vorstellen. Fendt Xelon 524. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Den haben wir hier zweimal. Der ist zu finden bei die Frontlader. Dazu noch der passende Frontlader. Und wir fangen hier bei den einmal an. Es gibt da zwei dabei, die müssen wir entpacken. Einmal einen schmutzigen und einmal einen sauberen. Also der wird nicht mehr dreckig. Also der kostet 65.000 Euro, 180 Unterhalt, 216 die Stunde mit Mietmod. Hier haben wir den Frontlader dafür. Der kostet 10.995 Euro, 40 Euro Unterhalt und 36 die Stunde mit Mietmod. Das der eine alles das gleiche. Sind wir hier und schauen uns jetzt mal an. Hier sieht man, hier drüben ist der saubere und hier ist der schmutzige. Da ist auch der passende Frontlader. Das sieht so ja sehr schön aus. Steigen wir mal ein. Ups, jetzt bin ich ausgestiegen. Mein Fehler. Starte ich mal. Super Sound. Hier sieht man Heckhydraulik, zwei Hängerkupplungen. Der hat nur hier. Also Numbit 5 habe ich jetzt geschalten, das ist Arbeitslicht vorne. Numbit 6 hinten. Das normale Licht. Nummernfarbbeleuchtung, funktioniert auch. Vorne her. Hier vorne. Vorne hier Fronthydraulik, Zapfwelle hinten. Heckhydraulik, Zapfwelle und Umleuchte. Blinker. Vorne so wie hinten. Und fangen wir mal. Ah ja, die Bremse muss ich auch raus tun. Aber es rückt irgendwie den. Muss man jetzt ziemlich weit vorfahren, dass man den anhängen kann. Also hier, wie man sieht, hier die Leitung der Hydraulik hier nach unten hin. Finde ich sehr schön gemacht. So, ja, die Aufklärungen genauso. Die Warnhinweise. Super. Mir passiert auch manchmal vergesse ich nicht. So, nun wird das Gerät wählen. Nummer 6 hinten. Das Licht. Hier rüber. Mit vorne. Normale. Und Umleuchte. Pass auf. Eigentlich müsste ich den ausrollen.
beide sehr schön aus. Der eine halt dreckig, der andere sauber. Ja Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann schaut es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, bis euch, euer Franz.